Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part jetzt im Anno. Wir machen gleich mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt war. Zweite Zivilisationsstufe. Auf dieser Insel. Ja, ja. Mir klar. Ja, nö. Jo, nö. Jo, nö, kann ich mit. Fischkutte erwerben. Ja, Fischkutte habe ich immer ein bisschen. Meine haben wir zu viel drin hier gerade. Verstehst du, was ich meine? Was? Jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Hallo, hörst du mich? Ja. Hallo? Ja. Hä? Oh. Ich glaube, ich höre ihn seit der Aufnahme nicht mehr. Echt nicht? Hier geht was geschehen! Einen Moment mal bitte. Gott, was ist geschehen? Hä? Naja, vielleicht ist er auch nur kurz weg. Ich bin nicht weg, Mann. Mann, ich bin nicht weg. So, mal gucken, was ich jetzt mache. Also, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen orientieren. Aber jetzt bin ich nicht mehr türkis, weil ich vergessen habe, die Farbe zu wechseln eben. Naja, ist ja egal. Felix ist immer noch blau. Türkei. Und Hector ist immer noch rot. Ja, Hector, der gute alte Hector. Mann, du musst mich doch hören, Thomas. Mann. Ah, hier sind meine Fischkutter. Ich bin ganz allein. Fischkutte. Niemand hört mich. Niemand nimmt meine Existenz überhaupt wahr. Ah, hier ist mein Schiff, das Quirko heißt. Was meinen jetzt damit? Also hier wird. Ich hab schon fertig gerichtet, ist mein Lager schon voll. Ich errichte jetzt meine Handelsroute ein. Oh, lecker fertig durch die Korrigin von Maika. Maika macht das Würstchen. Der so. King lebt. Also, ich bin das jetzt Schiff jetzt erstmal um. Echte Maika-Küsse. Burger. Etwa Currypulver. Und wenn man jetzt F6 drückt, dann kann man hier eine Handelsroute einrichten. Ich mache mal hier eine neue Handelsroute. Die Handelsroute nenne ich Burger. Burger. Mann, du musst dich doch hören. Ja, ich weiß. Hallo? Hallo. Mann, du hörst dich schon die ganze Zeit, Mann. Ja, ich weiß. Ich denke, du hörst dich die ganze Zeit nicht und ich habe die ganze Zeit Selbstmordgedanken gehabt. Oh, das ist nicht so. Damit machen keine Witze, Felix. Oh. So, also, Sebuka, nee, schweinische Exp, nee. Magst du meinen Inselnamen, Sebuka? Hallo, Tupperland, das ist eigentlich der Name für meine Tupperinsel. Okay, dann nenne ich ihn anders. Hä? Ich glaube, ich bin erblindet. Einen Moment mal. Wie heißt die Bürgerinsel hier? Oh, die habe ich noch gar nicht umbenannt. Die heißt auch Burger King. Burger King. Burger Kind. Burger Kind. Kind. Ja, Kind. So. Ich habe ein Kind im Ohr. Nett. Nee, ich habe kein Kind im Ohr. Doch, hast du. Nein, ich habe kein Kind im Ohr, Mann. Burger King, so. Und hier soll jetzt. Was? Vom Schiff aufs Kontor sollen Burger. Bull. So, und ich mache jetzt. Okay. Ich stelle gerade Tupperware her. Vor allem die Menschen wollen einfach nur Plastikschüsseln haben. Was die Typen alles haben wollen, ne? Ich glaube, ich mache das falsch, aber egal. So, und dann. So. Das ist die Station hier. Ah, nein, ein Brand. Hilfe! Katastrophenalarm! Ist doch egal. Das ist nicht egal, sonst endet das so wie in Mühlbeck. Ja. Nein. Mann, wie geht das jetzt? Was willst du wissen? Was willst du wissen, Thomas? Thomas! Ja, warte kurz. Ich kann es dir vielleicht sagen. Oh Mist! Ja, warte, ich kann das, ich mach das eigentlich sonst immer. Moment, ich muss mal kurz mein Ohr so. Es war gerade. Da war gerade ein Kind drin. So. Von Konto auf Schiff. So, jetzt mach ich hier. Zack.
Und mache ich hier nochmal so, zack. So. Und da füge ich jetzt das Schiff Burger hinzu. So, und das kommt jetzt mal vom Burger King, lädt der Burger auf, tut zu meiner Stadt und lädt es da rein. Und dann sind meine Leute glücklich und haben das. So. Was hast du schon alles für Bedürfnisse von den Menschen befriedigt? Also So, was ist? Informationen. Ich Ja. brauche noch Nahrung. Ne, warte, Nahrung habe ich eigentlich schon. Ich brauche Nahrung, das darum kümmere ich mich gerade und Lifestyle. Ja, Lebensstil. Ich brauche ein bisschen Lebensstil, die Menschen. Genau. Ja, und der Lebensstil bei denen heißt nämlich Plastikschüssel. Das Blaster. findest du cool. Ja, oh, ich finde. Blaste. Blaste. Blaster. Boom. So. Hier kann man jetzt nämlich. Nee, ich muss Endlich jetzt. Wochenende und ich hab frei. Ich habe meine Plastikinsel jetzt Plastingen genannt. Toll. Ich muss erstmal eine Insel haben, wo ich gut Plastik machen kann. Habe ich hier Oh. Öl? Nee, hier habe ich kein Öl. Habe ich hier Öl? Ja, hier habe ich Öl. Und das ist diese scheiß Krüppelinsel. Warte, welche Krüppelinsel? Meinst du diese, wo in der Mitte irgendwie so Wasser und so ein Zeug ist? Ja, und Steine ganz viele. Und dann so davon weggehen. Hey, ich hab 10% Einfluss bei Tilda bekommen. Tilly Tilde! Jordan ist erfreut, dass sie ebenfalls auf ein friedliches Zusammenleben setzen. Oh, hier oben. Wenn Interessieren die Sie wüsste, sich? wenn Oder die glauben Sie, Sie wüsste. könnten mir nichts, dir nichts bei Green Offensive hereinschneien? Ah, Thomas! Thomas, nein! Was? Guck mal, was passiert ist auf der Insel von der Ibot Marihuana. Ah nein, wo ist denn die? Hier. Hanfplantage. Getarnt als Gemüseacker. Klar, das Leben ist beschwerlicher. Ja, hier Gemüseacker, aber echt sind das. Ja, in Das sind Wirklichkeit das. ist es Hanf und Das ist da Cannabis. Gras. Ja. Oh. Da muss der Erstschlag kommen. Oh Mann, da rennen die Kühe frei rum, Mann. Die armen Kühe. Oh. Die wollen lieber eingesperrt werden, geschlachtet werden. Soll ich mal bei Leon da auf seiner Insel, die habe ich ja auch besiedelt, soll ich da mal jetzt richtig schön Fettöl abbauen? Ja, das musst du machen. Und Öl fördern und dann. Ja, und Nee, da dann nennst greift er du die mich an. Insel. Nee, wenn er das macht, dann verbünde ich mich natürlich mit dir. Ja, aber trotzdem, wir haben ja noch kein Militär und so. Ja. Meinst du, dass er dann wirklich ausrastet? Ja, bestimmt nach einer Zeit, wenn die Ökobilanz auf seiner Insel zu niedrig wird. Vielleicht erstickt er auch einfach. In Glaube ich aber Wirklichkeit nicht. ist bestimmt, das ist nur ein Asthmatiker und der hat immer Angst zu sterben. Asthmatikum. Irgend. Könnte ja sein. Deswegen hat er auch was gegen CO2. Ist ja Ja, wer hat vielleicht auch was gegen Asthma. Atomkraftwerke? Die machen kein CO2. Vielleicht hat seine Familie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Oder ist er einfach nur Vielleicht blöd? bist du eine schlechte Erfahrung. Ah, nee, ich habe jetzt schon eine andere Insel genommen. Vielleicht isst er auch gerne seine eigenen Fäkalien. Könnte sein, aber ich weiß es auch nicht. So, hier erstmal was aufladen. Bisschen betonen. Bitte. Ein paar Bauzellen. Und dich schicke ich jetzt da hinten hin. Da wird er das abbauen. Jetzt gucke ich mal hier. Alarm. Registriere Ah! feindlichen Enterversuch. Feindlicher Enterversuch! Da. Wo? Ah, Hector, In hier! unsere Schiffe hast du nicht den Hauch. Oh mein Gott, was ist Mann, geschehen? er will entern! Mann! Nein, nein, Was soll ich nein. tun? Was kann ich Nee, tun? das kann er nicht. Du kannst nichts dagegen tun. Mann, der klaut mir meine Burger! Nein, nein. Das ist ungesund. Mach das nicht. Da sind ganz viele Kalorien drin. Dann platzt dein anderes Auge auf. Hilf mir! Kann ich leider nicht. Ach, du bist ja ein toller Ich Freund. kann ihn noch nicht mal zusammenpressen. Mann, du musst dein Schiff so richtig zusammenpressen. Mann, der entert hier einfach! Mann, Der der Katz und blöde Maus. Mensch da. Mann. Das ist richtig verrückt. Also einfach weiterzufahren. Mein Schiff ist so Echt dumm. mal. Was kann ich jetzt machen? Bei mir wurde noch nie eingestiegen, da geändert.
Du kannst nichts dagegen machen, wenn du kein Militärschiff hast, das du mit dem du angreifen könntest. Was mache ich jetzt gerade? Ich schicke da mal ein Schiff hin. Aber es dauert noch voll lange. Kacke. Also wir müssen irgendwas gegen ihn tun, unternehmen. Ja, leider haben wir noch keine Atomwaffen. Das dauert auch noch. Ja, das stimmt. Ich baue jetzt mal ein neues Schiff. Ja, wir müssen so schnell wie möglich versuchen, Scheiße, ich kann noch nicht mal... Ich brauche noch... Munition-Dings da. Die habe ich noch nie gebaut. Mann. Mann, gleich ist alles leer. Tu doch was. Ich kann leider nichts machen. Das ist nur eines von 100. Der blöde Hector-Typ da. Jetzt macht es. Kriegst auch ein Taschentuch zum Tränen trocknen. Das Auge. Er hat meine Waren gestohlen. Mann, der ist richtig zusammengepresst, Hector. Echt, Mann. Dieser Kack-Hector. Das Auge von dem ist richtig zusammengepresst. So, ich mache jetzt ein komisches Schiff da kaputt. Ah, warte, ich habe jetzt erstmal die Insel von diesem komischen, glaube ich, Moro gesichtet. Der ist zu schnell. Der ist Fulcrum. Es ist die Insel, wo du den komischen, den Offensive-Menschen hast. Ja, ist es. Nee. Der baut immer so seltsame Häfen. Der ist Maikon. Bei mir heißt es Fulcrum. Nee. Komisch. Wahrscheinlich bei dir heißt es Maikon. 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 Du bist richtig verrückt. Oh. Mann. Der hat einfach mein Schiff da. So, neue Handelsroute. So, vom Blastingen. Hä? Blasting. Mann, ey, jetzt habe ich nur noch 20 Burger. Ah, also hast du ja eine Handelsroute. Vielleicht kommen deine Menschen so lange ohne. Wenn es keine Engpässe gibt, hast du Glück gehabt. Nee, die hatten noch nie Burger. Das ist gut. Trotzdem. Meine ganzen Burger, ich habe noch 20 von... Wie viel waren im Schiff drin, ne? 60, glaube ich. 60? So viele? Nimmst du auf einmal mit? Wow. Ja, ich hatte erstmal welche angesammelt. Ah. Und dann entert er das, weißt du? Genau dann, dieser Spast. Den würde ich am liebsten so richtig zusammenpressen. Echt mal, der sein Pressauge da. Echt so ein Krüppel. Mann, ey. So war kein Hart. Wenn du. Die Sonnenhals! Wenn du irgendwelche Engpässe oder so hast, also. Wenn du es wirklich Burger brauchst, kann ich dir 10 Tonnen schenken. Ja, nee, im Moment brauche ich aber nicht, danke. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Dein Angebön. Aber ich brauche die Burger aber auch momentan dann auch selber. Okay, ich nehme sie. Ah. Nein, das war ein Spaß. Keine Buggy. Also könnte ich entbehren, aber ich meine, so, ich könnte nicht so viel entbehren, weil sonst würde meine Bevölkerung randalieren. Echt, da hat sie keine Burger mehr. Ich muss mal sagen, ah, wir wollen aber fett sein. Dicker Doppelkinn. Das muss man mal sagen, BG ist weggestiegen. Ich bin nicht fett, Mann. Ich weiß. Bei dir dachte er, du wärst untergewichtig, weißt du noch? Ja, nee. Er hat nur gefragt. Er hat gefragt, bist du untergewichtig? Nein. Nee, hat er auch nicht. Ja, du weißt ja gar nichts mehr, Mann. Der hat das ganz anders gemacht. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Toll, wegen dir ist das Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt, du Affe. Mann, was hab ich da? Ich kann nicht glauben, dass ich die Beförderung gekriegt habe. So, jetzt nicht mehr.
Am liebsten würde ich dir jetzt den Krieg erklären.